Hallo, hallo. Willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und nehme dich heute mit. Ist das ein Bastelvideo oder was ist es? Ja doch, ich denke schon. Und zwar habe ich ja in dem Flipthrough von der Bad Betty, also in der Kräuterhexen-Flipthrough, ich glaube, das war das letzte Video von mir, ne? Ich glaube ja. Auf alle Fälle habe ich da ja ganz zum Schluss gezeigt einen Kürbis. Einen Kürbis, den ich da angeheftet habe. Ich würde dir das jetzt gerne nochmal zeigen, aber die Bad Betty ist schon eingepackt und verklebt im Kartonchen. Ich wollte den Karton jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber ich habe sowas ja auch hier. Und zwar, meine Kamera hängt, glaube ich, irgendwie sehr merkwürdig, oder? Kommt mir das nur so vor. Ich weiß es auch nicht. Ich setze da mal was hier hin. Also, ne, das wäre dann auch schon mal hier direkt so A5, ne, Journal-Seite A5. Der Kürbis. Und dann ist das hier dieser versteckte Tag. Das haben wir ja alle, glaube ich, schon mal gemacht mit, glaube ich, Schreibmaschinen. Ich habe es ganz viel mit Einmachgläsern gemacht, mit Flaschen. Ja, im Prinzip kann man das mit allen möglichen Objekten machen, diesen versteckten Tag. Ja? Das wäre der. Ich glaube, ich habe den in verschiedenen Größen. Dann hier nochmal. Da habe ich im Übrigen hier Karteikarten für benutzt, hier für diesen Tag. Also versteckter Schreibplatz sozusagen. Und weil mir das so gut gefallen hat, mit den Einmachgläsern, den Flaschen, hier den Kürbis und ich ja auch total so eine Gothic-Tante bin und ja auch auf, wer soll es kaum glauben, aber auf dunkle Rüschen und so weiter stehe, habe ich mir das gedacht. Und zwar kam ich auf diese Idee, weil ich für mein Steampunk-Projekt ja auch für Damentaschen irgendwas machen wollte. So, und irgendwann habe ich dann mit der KI rumgespielt und habe mir Damentaschen gemacht. Ich suche jetzt gerade mal das Ursprungsteil eigentlich. Weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Ne? Sowas hier in der Art. So Gothic-mäßig mit Rüschen. Also so viktorianische Zeit. Ne? Weil ich liebe einfach die viktorianische, beziehungsweise den Modestil der viktorianischen Zeit. Sagen wir mal so. Ja, das Ganze habe ich dann gespiegelt und dann miteinander verbunden, sodass man dann praktisch, man könnte jetzt hier auch dasselbe Prinzip machen, hier wie mit dem Kürbis, ne? Versteckter Tag. Oder aber man bindet da ein paar Seiten rein und dann hat man so ein süßes kleines Notizheftchen, ne? Mit eventuell noch so kleinen Spielereien, was so, ja, was man so benötigt. Puderdose, Parfümzerstäuber, Handspiegel, wie das halt so, ja, in der viktorianischen Zeit benutzt worden ist von den Damen. Ne, wie gesagt, also das kann man dann halt als Tag machen, so wie hier, oder ne, als kleines Folio, Ephemera, Holder oder. Ich habe wirklich ganz wahnsinnig viel gespielt damit. Hier zum Beispiel die kleinere Variante. Da habe ich dann den Nupsel hier oben weggelassen, weil der war wirklich sehr frickelig, ne? Und da habe ich den komplett weggelassen. Habe dann hier Spitze reingeklebt. Erstmal mit einem Bordürenstanzer so ein bisschen und dann auf diesen Teil Spitze draufgeklebt. Und dann ist das halt hier so, ne? Der Lippenstift, Spiegel, Puderdose. Alles das, was halt so, ja, in den Täschchen der Ladies damals so war. Oder wie auch immer. Ist halt so eine kleine Spielerei. Und ich mag ja so kleine Spielereien, wie du vielleicht weißt. Und falls du neu auf meinem Kanal sein solltest, ja, das kleine Mädchen ist auch ab und zu in mir, aber dann halt so ein bisschen, ja, dunkler gehalten. Ich bin halt nicht so unbedingt so dieses zarte Rosé oder so. Das ist dann nicht so meins, ja. Und wie gesagt, da habe ich dann halt mehrere Varianten gemacht. Irgendwo habe ich doch auch... Hier habe ich es dann auch so gemacht mit dem Tag, ne, also versteckter Schreibplatz.
Und das ist ja kein Hexenwerk, ne? Du klebst es zusammen und schneidest es dann, also außen wird es ja zusammengeklebt, ne? Wirklich ganz, ganz am äußeren Rand. Schneidest es dann da ab, wo du meinst, und ja, fügst dann hier halt Schreibpapier, also eine Karte, ein Cardstock, wie auch immer, wo man halt drauf schreiben kann. Oder man kann es ja auch einfach nur dekorieren. Also man muss ja nicht drauf schreiben. Hier habe ich, also das, wie gesagt, die Taschen, ne? Möglichkeiten gibt es da etliche, ne? Also sowas oder sowas oder halt den Tag. Hier habe ich einfach nur jetzt erstmal ausgedruckt und ausgeschnitten. Die werden noch in nächste Projekte von mir reinwandern. Ja, es gibt verschiedene Varianten. Und ich sage, es gibt verschiedene Varianten, weil ich ja gesagt habe, dass ich das bei Ko-fi für interessierte Zuschauer hochlade. So, das. Dann habe ich hier auch, ja, Corsagen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ja. Kann man entweder hier als Schreibplatz nutzen, ne? Kannst es ja so auf deine Seite kleben. Ne? Erstmal so unscheinbar. Ich habe es jetzt hier natürlich doppelt, klar. Aber klebst es so drauf oder nur an einer Stelle, wie auch immer. Und dann hat man zum Beispiel versteckten Schreibplatz, wenn man das so hochklappt. Oder dasselbe Prinzip wieder. Schneidest, klebst es äußeren Rand zusammen, schneidest es durch und dann hast du auch wieder die versteckte Tag-Karte. Oder. Dann habe ich hier diverse kleine Taschen. Und ja, Taschen. Ich finde die einfach total toll. Ich hätte gerne solche Taschen. Weil, ja, einfach nur zum Angucken. Ja, auch hier dann wieder Corsagen als ja, Embellishment, Ephemera. Du kannst ja auch Text daraus gestalten. Also bleibt dir selbst überlassen. Hier habe ich dann diverse Spiegelzubehör. Und da komme ich gleich zu, warum das auf beiden Seiten ist. Puderdosen, Bürsten, Parfumflakons, alles Mögliche. Das. Mach das mal gerade hier so rüber. Das geht dahin. Und bei dem habe ich ja gerade gezeigt, ne? Die kleinen hier, wo ich die Karteikarten genommen habe. Dann habe ich auch hier einen größeren als ja, kleines Notizheftchen gemacht. Und die Schleifen einfach ja, ne, doppelt, und dann habe ich mir die von innen reingeklebt. Muss man nicht, kann man. Und hier ist dann, wie gesagt, nochmal das Prinzip mit dem Tag. Das habe ich gerade erst geklebt, deswegen hängt es noch so ein bisschen. Hier habe ich dann einfach so eine kleine Collage drauf gemacht. Ja, Halloween, Totenkopf darf ja dann nicht fehlen. Und hier hinten wäre dann ja auch noch versteckter Schreibplatz. So. Ne? Man könnte jetzt noch die Schleifen von außen noch mal drauf machen. Ne? Die sind jeweils immer links und auch rechts gespiegelt. Könnte man jetzt noch hier so drauf machen. Aber ich finde, muss gar nicht. Ne? Ich layer wirklich auch sehr, sehr gerne. Ne? Klebe vieles übereinander und so. Ich dachte eigentlich erst vielleicht, um den Schnitt zu kaschieren. Muss man aber nicht. Aber man kann. Ne? Beide Seiten könnte man das machen. Nur, ja, auch wieder so eine. Kann man, muss man nicht. So, das war dieses. Und ich denke mal, wir machen jetzt mal eins hier. Das machen wir mal ein. Und zwar habe ich mir das hier auf Fotopapier. Mein Fotopapier ist relativ dünn. Deswegen habe ich das nochmal auf festerem Papier geklebt. Was ich jetzt mal ausschneiden werde. Das ist ein bisschen zu grob. Ja. Ich wollte das im Video eigentlich hier schon längst fertig gehabt haben. Aber wie das halt so ist im Sommer, da spinnt mein Körper dann schon mal ein bisschen rum und sagt, nö, heute nicht. Heute nicht. Und morgen nicht. Und übermorgen nicht. Ja. Wie das halt so ist.
hat die Hitze der letzten Tage meinen Untermieter so richtig schön aufleben lassen. Wenn du neu auf meinem Kanal bist und nicht weißt, was ich meine, mein Untermieter, so nenne ich meine Autoimmunerkrankung. Das ist mein Untermieter. Weil der wohnt ja in mir. Deswegen hat er diesen Namen bekommen. Also wie gesagt, wenn du dünnes Papier hast, dann klebst es einfach auf dickerem Papier drauf. So mache ich das ja auch, wenn ich nicht auf dickem Papier drucke. So, einmal da knicken. Jetzt kann es sein, dass ich da noch mal so ein bisschen nachschneiden muss, wenn mich das irgendwie stört, dass da Ränder überstehen. Ja, zum Beispiel. So. Dann werde ich das Ganze gut inken. Obwohl, ich könnte ja eigentlich mal... Das ist ein bisschen sehr grell, ne? Oder? Oder? Oh. Ist halt Kürbis, ne? Dann habe ich mir gedacht, wird dieser kein Folio werden, sondern ich werde da mit dem Reststück vielleicht noch hier so was machen. Oder nehme ich, habe ich nicht noch irgendwo Braunes gehabt? Da, ich würde sagen, irgendwie habe ich doch was gehabt. Jetzt mal doppelt und versuche das mit dem Gardinenstanzer zu machen. Ja, macht er doppelt. Schneide ich das mal ab. Ich gucke gerade mal, was ich jetzt hier 5 cm, also von dem Bogen aus, ne, messe ich 5 cm. Also wie gesagt, ich lege das hier an die 5 an. Und die andere Seite genauso. Das ist eh nur ein Reststück gewesen, also von daher ist so auch der Abfall verarbeitet. Jetzt muss ich ja gucken, dass das hier, ne, mit dem Bogen, so,
Oder doch einfach in den dicken rein, wie so ein Bellyband praktisch. Komme ich wieder nicht entscheiden, ne? Ich finde es doof, wenn ich das jetzt hier, müsste ich das hier hinmachen wegen dem Bogen. Das sieht doch doof aus, wenn das dann hier so frei ist, oder? Oder kann ich das mit was anderem verstecken? Ich muss mal gerade hier gucken, wo die Mitte ist. Und ein bisschen, wo ist er denn? Da. Ein bisschen rund. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Hier irgendwas. Guck mal, was habe ich denn hier liegen? Tja, könnte ich mir gefallen lassen. Guck dann da zwar so ein bisschen raus, aber das ist nicht tragisch. Besser als wie diese blöde Ecke da. Oder? Was sagst du? Doch, das mache ich so. Das mache ich so. Wo habe ich das hingetan? Siehst du das irgendwo? Ah, da. Und wenn die einigen jetzt sagen, oh, wir haben dann noch Sommer und da sind schon Kürbisse und Halloween-mäßig und überhaupt. Ja. Der Herbst kommt. In großen Schritten. In großen Schritten. So rum oder so rum. So. So ein bisschen kräftiger. Hier Platz lassen, damit das beim Falten nicht stört. Ne? So, dann habe ich gesagt, gerade den mache ich dahin. Ich habe noch so einen kleinen. Ja, den habe ich festgeklebt. Was haben wir denn hier? Der ist jetzt nicht hochkant. Nee. Nur so ein Spooky. Ja, der ist ja nicht schlimm, ne? Hier haben wir auch noch so ein bisschen Dingsbums hier. Sag mal schnell. Verbandmull. Ja, viele sagen immer Cheese-Klo. Aber das ist bei uns kein Cheese-Klo. Wenn du bei uns Cheese-Klo kaufst, bekommst du ein ganz anderes Material. Das ist richtig Verbandsmull hier. Ja. Das passt mir da. Das gefällt mir da so. Aber wenn du das hier nehmen würdest für Käse auszupressen, was ja Cheese Clos oder wie es heißt da eigentlich ist, ne? Dann benutzt du das einmal und dann hat sich das erledigt, weil das, wenn du das einmal zusammengeknuddelt hast, kommst das nicht mehr auseinander. Ich merke das ja immer, wenn ich das in Kaffee bade, dass ich dann immer ganz vorsichtig fummeln muss, damit ich das wieder vernünftig auseinander bekomme.
Gaze. So, das ist das richtige Wort. Gaze ist es. Obwohl, eine Gaze ist auch noch ein bisschen anders. Ja, egal. Ihr wisst ja, was es ist. Irgendwas zum Reinstellen. Die sind, glaube ich, zu groß. Ne? Ja. Die sehen zu groß. Die würden zu sehr rausgucken. Wenn dich das nicht stört, kannst du das natürlich so machen. Ne? Nur die sind zu groß. Die sind alle so groß. Da haben wir was. Da haben wir was. Und da haben wir was. Guck mal, das geht doch. Na, das könnte man da noch was hinstempeln. Da habe ich meine Stempel schon weggeräumt hier. Meine Halloween-Stempel. Ich bin nämlich gerade mein Halloween-Zeugs hier wieder am Sortieren. Das ist mehr so eine Silhouette, ne? Das sieht man dann nicht so wirklich. Häuser. Ja. Und dann finde ich das ganz nett. Hm? Was sagst du? Ist doch ein hübsches kleines Teilchen für Halloween, finde ich. Doch, gefällt mir. Ja, wie du siehst, man kann viele verschiedene Varianten machen. Ne? Ob jetzt halt hier so Ephemera oder Tag Holder, wie auch immer man das nennt. Oder eben ein kleines Notizheftchen hier. Da könnte man dann natürlich auch noch jede Menge hier mit Stickern oder zusätzlichen Dekobildern bekleben oder bestempeln. Ja. Ne? Hier halt versteckter Schreibplatz. Ja, da hängt das immer fest, das Verbandmulzeugs. Ne? Dann hier die mit den Karteikarten. Das waren die Kürbisse, verschiedene Größen und Varianten. Ich mache das ein bisschen auf. Ja, und dann halt
Und das ist, wie gesagt, alles für A5. Ne? Super. Ich glaube, die Größe hatte ich in dem in Bad Betty, habe ich mit der Büroklammer an der Seite festgemacht. Ne? Aber man kann es natürlich auch, wenn du das nur hier unten festklebst, ne, kannst du es ja trotzdem immer noch hier rausziehen. Ne? Und könntest dann praktisch noch sogar als Tuckspot benutzen. Ne? Und ja, selbst der große. Also es passt alles wunderbar auf eine A5-Seite. Und ne, selbst wenn du das jetzt, ne, entweder machst es in einen Tuckspot rein, in eine Pocket oder so, oder steckst es einfach nur so mit ins Journal oder halt klebst es fest, dass man das so aufklappen kann. Also Möglichkeiten wie immer. Jede Menge Varianten, Variablen. Ist voll mathematisch heute hier mit ganz vielen verschiedenen Variablen. Ja, und dann halt meine Gothic-Rüschen-Plüschen Taschen. So, jetzt kommen wir mal zu dem, wonach ich ja schon gefragt worden bin. Und zwar werde ich das Ganze bei Ko-fi hochladen. Dieses, ne, ist einmal der große zum Klappen, wo ich gerade jetzt hier den Ephemeral-Holder draus gemacht habe. Siehst du was? So siehst du was. Dann gibt es den einmal etwas kleiner. Dann ist hier die Variante mit dem, die kleine Variante hier mit den Karteikarten. Hier etwas größer. Und dann nochmal hier der große, den man dann als, wo ist er denn? Hier so zum Rausziehen machen kann. Oder eben auch, du musst ja jetzt keinen Tag daraus machen, ne? Du kannst das ja dann auch als Folio, was du dann halt so hin und her klappst, machen. Jeweils immer die Schleifen. Die Schleifen sind auch immer gespiegelt, also links und rechts jeweils immer dabei. Ja. Das wird es kostenlos geben bei Ko-fi. Und dann habe ich dieses zum Download. Da ist dann auch wieder gespiegelt, links und rechts, so dass man das zusammenkleben könnte, um halt Tags oder Folios oder draus zu machen. Ne? Das sind, wie gesagt, immer links und rechts oder oben und unten. Und ja, das ist halt hier der Zubehör, dieser Handspiegel und alles. Ne? Auch das kann man, ne, zusammenkleben. Das ist immer jeweils gespiegelt. Genau wie dieses hier. Muss man nicht, kann man. Ne? Ich gebe dir den Tipp, wenn du das zusammenkleben möchtest. Ich habe mir das, entweder nimmst du, wenn, falls hast, vielleicht hast du ja ein Grafiktablet, also dieses LED-Leuchtpanel, wo man das drauflegen kann. Dann kann man nämlich wunderbar sehen, ob das wirklich genau hundertprozentig drauf liegt und dann festkleben. Und dann erst schneiden, ne? So mache ich das immer. Oder aber du schneidest komplett aus und klebst dann zusammen. Also, wie gesagt, ne, das ist, vielleicht muss man dann eventuell noch mal so ein Mühchen nachschneiden. Ne, je nachdem, wie firm du halt darin bist, das zusammenzukleben. So, das ist dann einfach nur so ein bisschen Zubehör. Ja, dekomäßig, ephemera. Und ich fand das auch ganz hübsch. Ne? Ich habe in den 80ern habe ich original diese Schuhe gehabt. Original diese Schuhe habe ich in den 80ern gehabt. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie wirklich geliebt. Ja, dann auch wieder hier, ne, diese Text, die ich da hatte, die. Wo sind sie denn? Etwas kleiner die Variante, ne, wie ich das hier gemacht habe. Einfach nur zusammengeklebt dann, also ausgeschnitten und dann umgeklappt, ne, deswegen in der Mitte hier zusammen und dann kannst du halt diese Variante machen oder du machst da einen Ephemera-Holder draus oder. Hier ist wieder links und rechts, also gespiegelt. Ich finde die Taschen so wunderschön. Wunderschön. Dann nochmal hier die Corsagen. Auch hier nochmal die Corsagen. Etwas kleiner und diese hier, so wie ich die ja gerade hatte, ne, um da eventuell einen versteckten Schreibplatz zu machen oder ein, ja, meinetwegen auch ein kleines Folio, wie auch immer. Ja, und dann sind diese Taschen nochmal in etwas größer. So wie ich die halt jetzt hier in dieser Größe habe. Dreimal. Ja, das sind insgesamt 11 Stück und die sind
gegen eine kleine Spende bei Ko-fi zu erhalten, zum Download. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Wie gesagt, Kürbis ist kostenlos, Freebie, wobei eine kleine Spende natürlich immer gern gesehen wird. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt damit ganz viel Spaß. Und ja, muss dazu, glaube ich, nicht dazu sagen, dass das für den persönlichen Gebrauch gedacht ist. Ja, und nicht da irgendwie die Dateien dann weiterverkauft werden. In diesem Sinne, lass mir gerne einen Kommentar da und wünsche dir einen tollen Wochenstart. Und wenn du magst, wenn du Lust hast, hören, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö mit euch.